glaube, dass stiftungsverbundene Unternehmen mindestens genauso wettbewerbsfähig sind wie kapitalmarktorientierte Unternehmen, klassisch kapitalmarktorientierte Unternehmen. Es gibt viele stiftungsverbundene Unternehmen, die an der Börse gelistet sind. Das heißt, es ist also kein großer Widerspruch zu sagen, ich habe eine Stiftung als Hauptanteilseigner oder als großen Aktionär und vielleicht trotzdem noch einen gewissen Anteil an freigehandelten Aktien. Die Wettbewerbsfähigkeit ist mindestens genauso hoch. Die Gefahr ist natürlich, wenn ich sehr schnell, sehr stark wachsen möchte als Unternehmen oder vielleicht auch wachsen muss in sehr dynamischem Umfeld, brauche ich natürlich frisches Kapital. Und wenn die Stiftung eben nicht in der Lage ist, dieses frische Kapital zu besorgen, muss man eben überlegen, inwieweit das vielleicht einen anderen Investor abschrecken könnte. Ich glaube, dass grundsätzlich die Rolle wirklich sehr groß ist, denn es ist nicht nur so, dass mittelgroße Stiftungen existieren, sondern es existieren eben auch sehr viele große Stiftungen, die Anteile an vielen Großunternehmen halten. Das heißt, sie haben also eine Bandbreite von kleinen Mittelständlern bis zu DAX-Konzernen, wo Stiftungen aktiv sind und dadurch eben diese Stiftungsverbundenheit kommt. Sie haben sehr viel Kapital gebunden. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Faktor, einfach auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland, weil sie in der Lage sind, sehr langfristig zu agieren. Diese langfristige Orientierung hilft natürlich dabei, dass sich deutsche Unternehmen mit so einer Stiftungsbeteiligung gegebenenfalls auch besser positionieren können am Weltmarkt, weil sie eben keinen Kapitalmarktdruck haben. Auf der einen Seite ist es so, dass sie nicht sagen können, da ist jetzt ein direkter Effekt auf die Mitbestimmung, da ist ein direkter Effekt auf die Beschäftigung. Aber auf der anderen Seite haben wir auch in Studien, die wir durchgeführt haben, festgestellt, dass das Stiftungsmodell dazu führen kann, dass aufgrund dieser langfristigen Perspektive eben auch die Mitarbeiter langfristig an ein Unternehmen gebunden sind, dass die stiftungsverbundenen Unternehmen personalintensiver arbeiten. Das heißt, sie haben also hier eine Möglichkeit, wirklich zu sagen, wir haben ein Konstrukt, was eigentlich noch so dem klassischen deutschen guten Kaufmann, vielleicht auch aus der Hansezeit entspricht und dementsprechend eben auch eine gewisse, neudeutsch würde man sagen, Sustainability, eine gewisse Nachhaltigkeit eben erkennen lässt.